2020 geht die Erneuerung des Kanalkraftwerks Töging durch Verbund ins zweite Baujahr. 100.000 Kubikmeter Erde wurden bis jetzt abgetragen. 420 Bohrpfeiler sichern die 30 Meter tiefe Baugrube ab. Ende April finden die letzten Aushubarbeiten auf dem Niveau der zu betonierenden Bodenplatte statt. Der Aushub wird später für die Überschüttung und Hinterfüllung des Einlaufbereichs des neuen Kraftwerks Verwendung finden. Auch im 20 Kilometer entfernten Jettenbach schreiten die Arbeiten voran. Hier, wo der Innkanal das Wasser Richtung Töging lenkt, errichtet Verbund die neue Wehranlage. Hier setzen die Arbeiter fristgerecht die Betonfertigteile für den Kranbahnträger über Wehrfeld 3. In Millimeterarbeit müssen die Arbeiter die 77 Tonnen schweren und 31 Meter langen Fertigteile einheben. Das Elastomerauflager wird für das nötige Spiel sorgen, um eine Längsverformung aufgrund von Temperatur oder Belastung aufzufangen. Ende Mai sind die Arbeiter in Töging bereits dabei, die Bewehrungseisen für die Betonierung der bis zu 2 Meter starken Bodenplatte zu verlegen. Alleine für die Bodenplatte benötigt Verbund rund 340 Tonnen Bewehrungsstahl und ca. 2000 Kubikmeter Beton. Auch der bis zu 1,5 Meter starke Boden der 45 Meter langen Schräge zwischen Einlaufbauwerk oben und dem noch zu errichtenden Krafthaus unten wird für die Betonierung vorbereitet. In den kommenden Monaten werden zwei Trennwände, die Schräge, in drei als Rechteckgeringe ausgebildete Druckrohrleitungen aufteilen. In Jettenbach tut das alte Wehr nach wie vor seinen Dienst. Doch die Arbeiten am Neuen schreiten voran. In Wehrfeld 4 werden heute erstmalig die Dammtafeln gesetzt. Sie werden das Wehrfeld für weitere Arbeiten trocken halten, sobald die Spundwände entfernt sind. Noch muss diese Arbeit ein Schwerlastkran erledigen. Später wird das einmal der noch zu installierende Portalkran übernehmen. Je 4 Dammtafeln auf der Oberwasserseite und 4 auf der Unterwasserseite sorgen dafür, dass das Wehrfeld für Bauarbeiten oder später auch Revisionsarbeiten trockengelegt werden kann, etwa um die Hydraulik der Drucksegmente zu warten. Wenn die 8 Dammtafeln nicht im Einsatz sind, werden sie über den 4 Wehrfeldern jeweils auf der Oberwasser- und Unterwasserseite oberhalb der Dammbalkenführungen zur Lagerung eingehängt. Ende Juli. In Töging ist man dabei, die Saugrohrschalung für Turbine 2 einzuheben. Aus insgesamt 16 Einzelteilen setzt eine ortsansässige Zimmerei eine Schalung zusammen, die später mit Beton ummantelt werden wird. Sobald der Beton ausgehärtet ist, kann das Holzgerüst wieder entfernt werden. Die Herausforderung hierbei: Die Holzkonstruktion muss den Übergang vom kreisförmigen Turbinenauslass auf den Rechtecksquerschnitt am Saugrohrende schaffen. Auch hier geht es wieder um jeden Millimeter. Jede Abweichung vom Konstruktionsplan könnte später den Wirkungsgrad der Turbine negativ beeinflussen. Doch das Zimmererteam hat ganze Arbeit geleistet. Die Einlassschalung von Turbine 2 ist mit derselben Präzision gelungen wie die bereits aufgerichtete Schalung von Turbine 1. Anfang Oktober ist es soweit.
Nur noch die runde Oberseite der Saugrohrschalung an Turbine 3 ist zu sehen. Alle drei Schalungen sind jetzt vollständig mit Beton ummantelt. Auch die Begrenzungswände der drei Druckrohrleitungen sind jetzt fertiggestellt. Einen guten Monat später erhebt sich über Saugrohrschalung 1 eine rund 7 Meter tiefe Stahlbetonummantelung. Ein Schwerlastkran hebt die erste der drei Saugrohrpanzerungen ein. Gespannt verfolgen die Bautechniker, wie das 13 Tonnen schwere Stahlkoloss langsam in die Ummantelung abgesenkt wird. Einmal eingesetzt, muss die Saugrohrpanzerung nur noch in der Ummantelung fixiert werden. Der entstehende, ringförmige Hohlraum wird später mit Beton aufgefüllt werden. Das zweite Baujahr neigt sich seinem Ende zu. Ausblick: Das Projekt Erneuerung Kraftwerk Jettenbach-Töging soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. In Töging wird dann genug Strom für rund 200.000 Haushalte erzeugt werden.